Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, hier ist wieder euer BlueEyeStar. Heute bin ich ein bisschen erkältet, aber das hält mich nicht davon ab, mit euch ein Video zu drehen. Heute sind wir bei einem Event, Schloss Bluestein. Wie sich viele erinnern können, habe ich eine Schießbude gebaut, hier auf Mirai, auf dem Server von Minecraft.de. Und heute werden wir herausfinden, wer ist hier der Meisterschütze, der Zweite und der Dritte. Also ich freue mich, wenn ihr dabei seid und es beginnt auch gleich. Ich werde mich jetzt auf den Weg dorthin machen und wir sehen uns gleich beim Event. Bis dann, ciao. So, meine lieben User, hier sind wir gerade bei. Prosi hat gerade angefangen zu schießen. Und es sieht schon ziemlich gut aus. Machen wir mal kurz. Ich behalte das hier stark im Auge. So, so können wir es besser beobachten. Er hat schon 4 Ziele. Er hat jetzt schon 5. Gerade tut er sich mit dem Tor zu schaffen. Ja, 5. 4. Ja, sind noch 3. Noch 3 Stück. So, noch 2. Jetzt kommt das Schwierigste. Jetzt muss er genau zwischen dem Diakreuz treffen. Jeder hat 2 Versuche. Jetzt ist das Schwierigste, jetzt oben ist die Klappe aufgegangen. Nun oben. So, genau. Wieso die aufgegangen ist? Komm. Kurze. Jetzt hat er es geschafft. Jetzt drückt er auf Stopp. Super. Also sehr gute Zeit. Sehr gute Zeit, finde ich. Ganz klasse. Ganz klasse. Ganz klasse gemacht. 3 Minuten und 30 Sekunden. Hast ja gleich noch einen Versuch. So, und wen werden wir jetzt als nächstes nehmen? Als... So, nun bitte Brüllbart. Nun bitte Brüllbart runter. So. Ist egal, ob das Tor wieder. So. Jetzt kommt Brüllbart. Brüllbart, du kriegst Bogen von. Brüllbart. Von. Kommst du von Augenblick? So, jetzt kommt gleich Brüllbart. Also, der hat in den Testzeiten ziemlich gute Zeiten erwischt.
Er wollte den abschießen. Das war ja ein lustiger Kerl. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie Brüllwart das Ganze angeht. Er ist schon ziemlich... Oh, er weiß schon genau, wo er hinzielt. Okay, das erste Licht hat er schon an. Das Tolle daran ist... Oh, man macht es nur leicht, wenn er wieder runterfällt. Wenn das Licht einmal an ist, war es an. Und bleibt auch an. Aber er weiß schon ganz genau, wo er hinschießt. Naja. Loge. Loge. Kostet. Super, jetzt hat er schon das Feuerwerk aktiviert. Auge erweitert ein bisschen die Loge. Mal gucken, wie er das gemacht hat. Er hat da oben ein bisschen was umgeändert. Super. Jetzt können die Leute auch sehen, wie viel abgeschossen worden ist. Ganz, oh Gott, okay, gut. Er hält sich gerade am Tor auf. Jetzt bei 1 Minute 47 Sekunden. 1 Minute 47 Sekunden. Nee, backte. Nicht schlimm. Sehr gut, 1 Minute und 50 Sekunden knapp. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut, jetzt, so. Nun, bitte, warte eben. Nun, bitte, Schluss, jetzt kommt der nächste. Jetzt laden wir mal. Ja, oh, da müsste man sein. Owner müsste man sein. Aber das ist schon unser Mechaniker. Macht das schon. So, warten wir mal. Ist der überhaupt da? Dann wird es los, Sir. Bogen bitte. Ja, hier geht heute alles ein bisschen runter und drüber.
So, jetzt wird noch eben ein Bogen ausgehändigt. Wo ist denn der Brulli? Der Brulli hat den Bogen eingenommen, das Inventar behalten. Na? So, dann hoffen wir mal, dass gleich der... Ja, super. Pfeil hast du. So. Dann dir mal viel Glück. Macht er? Muss er jetzt auf Toilette? Oder so kann jetzt gerade nicht? Okay. Okay. Wen haben wir noch? So, du weißt Bescheid. Dann viel Glück. So, jetzt kommt Loopmaschine. Loopmaschine hat die Zeit gestartet und jetzt geht los. Er fängt an, er greift sich die Wolke. Bis jetzt hat Wolvard immer noch mit seiner 1 Minute knapp 50 Sekunden immer noch den vordersten Platz. Wie gesagt, es gibt zwei Runden. Zwei aufregende Runden. Die erste Runde würde ich sagen, ist zum Einschießen da. Super. 4 hat er schon. 5. Ja, ich würde mich ein bisschen seitlich einstellen. Dann siehst du das. Okay. Oben rein, nicht vergessen. Nein, nein, er vergisst oben, er vergisst oben. Denk. Genau, denk an das obere. Man hat so lange Zeit, wie der Pfeil da ist. Und ja, richtig. Super. Das war gerade noch knapp 3, hat er noch die 3 Bäume. Na gut, ich denke, er wird... Nee, er wird Pulver nicht schaffen, aber... Okay, es... Zum einen, für die erste Runde nicht gar nicht schlecht. Dafür, dass er noch gar nicht geübt hat. Gar nicht so schlecht.
Super. Für die. Ja, für die. Erste Runde. Super. Ganz klasse. Hast ja gleich noch einen Versuch. So, jetzt gucken wir mal, wer noch da ist. So. Zeig, was du kannst. So, dann zeig ich mal endlich, was du kannst. Nee, die leuchtet, nee, die leuchtet nicht. Ohne euch hätte ich es nie geschafft. Na, hat. Hi. Geht. So, da wollen wir mal gucken. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wo ist Ente? Ente, wo bist du? Wo ist Ente? Wo ist die Ente? So, wo ist die Ente? Ach, da ist die Ente, so. So, Ente, dann bist du dran. So, dann mal. Immer noch führender Platz. Vollbart. Vollbart wird dann 1,50. Jetzt hat Ente sich den Bogen genommen. Wie gesagt, nochmal zu betonen. So, Licht jetzt wieder an von der Wolke. So, wie viel hat er schon? Er hat schon 2. 3. Ein spannendes Spiel, 4. Fünf. Er nähert sich langsam dem Ziel. Er ist schon bei 1 Minute und 13 Sekunden. Für die Top 10 wird es nicht reichen, aber vielleicht bei der nächsten Runde, wenn er sich eingeschossen hat. Er ist schon ganz. Das Loch ist schwierig, man muss in einen bestimmten Winkel reintreffen. Ja, er hat's getroffen. Und als Belohnung gibt's ein Feuerwerk. Er ist jetzt bei einer, ja, bei 2 Minuten.
kommen noch die Bäume. Ja, genau, die Bäume kommen jetzt noch. Wie gesagt, verzeiht mir, ich bin heute ein bisschen angeschlagen, gesundheitlich. Also hält mich nicht davon ab, euch voll zu quatschen. Mein Gequatsche kriegt ihr auch noch, wenn ich am Boden krabbel. Bei 2 Minuten 33 Sekunden. Er wird es doch noch schaffen. Ja, es ist halt die Aufregung. Und dann noch der Zeitdruck dabei. Ja, jetzt hast du es. Schaffte es, das dritte Licht zu aktivieren. Wenigstens als erstes, der das Bacon zum Leuchten bringt. Komm, du hast es gleich. Komm, ein bisschen höher. Er ist ganz nah immer dran, er schießt. Oh nein, er schießt immer direkt dran vorbei. Er hat schon einen halben Baum. Der Baum sieht schon fast aus wie ein Igel. Ja. Ja, super. Zwei. Drei. So, super. Super, als nächstes bitte Sebi. Moment. Für die Pfeile. Naja, die Pfeile müssen halt despawnen, ne? Und vorher. Und solange die Pfeile nicht despawnen, keine Möglichkeit da. Nee, jetzt muss er oben gedrückt werden. Ah ja, genau so. Super. Und dann hinten noch der Baum. Ja, genau, hinten leuchtet noch einer. Ein Baum, genau. Ja, super. Super. Na gut. Na, dann mal. Dann mal viel Glück. Muss auf Start drücken. So, dann schieß mal los. Hätte jeder die gleichen Chancen. Jeder hat ein paar Tage Zeit zum Üben. Und ist super. Klasse. Und das nächste, genau. Nicht aufhalten. Nicht aufhalten lassen. Es ist auch ganz egal, in welcher Reihenfolge ihr die abschießt. Super, und das nächste. Und das nächste. Also das ist ein sehr guter Lauf. Oh, super. Und das Tor unten. Super. Und das nächste. Nein, das untere ist noch nicht an. Nein. Das untere. Ist doch nicht auf.
Okay, das ist. Oh, das ist hart. Das ist hart. Ja, ich denke mal, bei der zweiten Runde hat er auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Mehr. Auf jeden Fall. Wenn man sich da zweimal anguckt, dann. Das Kreuz ins Kreuz. Nein, was macht er? Was macht er? Hierher. Oder da, ja. Aber Hauptsache, du machst es. Ja, es ist nicht einfach. Ehrlich nicht einfach. Also wer möchte, der kann gerne hinkommen. Die Schießbude ist eigentlich rund um die Uhr auf. Außer wenn Backup-Time ist. Und Pfeil und Bogen bekommt ihr hier auch. Pfeile auch, ja. Die Box sieht aus wie ein Igel. Burg sieht echt. Und jetzt oben. Genau, richtig. Du schaffst es. Komm. Das ist nicht einfach. Also ich schaue gespannt zu. Ja, er hat es. Und das nächste die Bäume. Diese ganze Burg hat bestimmt 3 Tage gedauert, inklusive das Auskamen natürlich. Und ich bin froh, dass ich viele fleißige Helfer dabei hatte, wie Lasche, Wolver, Netur und x andere. Man kann ja fast schon sagen, war ein Gemeinschaftsprojekt. Okay, er hat ja noch gleich eine Runde. Das ist ja Gott sei Dank das Tolle daran, dass jeder 2 Runden hat. Man kann sich nur verbessern. Komm, du schaffst es, komm. Der Baum sieht schon aus wie ein Igel. Nicht so hoch, mach dir da nicht schwer. Ein seltener, verschollener Igelbaum. Seltener Bi. Oh, komm, der schafft das. Hast ja gleich noch eine Runde. Boah, der letzte scheint ja noch mal richtig zu treffen, du. Der letzte ist wirklich hammerhart. Der letzte scheint ihn wirklich in die Knie zu zwingen. Der ist immer ganz knapp daran vorbei. Ja, endlich, Mensch. GW. Hammerhart, hammerhart. Es läuft ja immer noch weg.
So, jetzt müssen wir eben alles wieder vorbereiten. Alle, naja, alle Pfeile wegmachen. Da ist noch hinten ein Pfeil. Warte, einer ist noch am Baum. Einer ist noch am Baum. Beim bekannten Igelbaum. Nochmal drücken. So, dann mal viel Glück, ne? So, dann mal viel Glück. So, jetzt ist Noster dran. Und er legt auch schon direkt los. Er nimmt sich die Killerbäume vor. So. Den ersten hat er schon getroffen. Ach, die halten schon auf, wenn man nicht geübt hat. Dann kann das daneben gehen. Ich habe einige gesehen, die haben hier intensiv geübt. Das merkt man auch zeitlich. Die Zeiten, die schrauben sich von 5 Minuten bis runter auf, naja, 1 Minute 50. Super, die ersten drei hat er. Er hat das Leuchtfeuer aktiviert. Jetzt hat er noch die Prinzessin freigelassen. Soll eine Prinzessin sein, hat meine Tochter... wollte es so? Oder? Und? Moment. Ja, da sollte eine sein, aber die scheint wahrscheinlich jemand hier abgeschossen zu haben. Das heißt, das für mich, ich muss nachher wieder aufstellen. Kann nur eine Ente gewesen sein, ey. Moment, frage ich mal. Frage ich mal eben nach, ob er die weggeschossen hat. Da frage ich mal den Brüli. Weg. Ja, aber ist eigentlich eine Prinzessin drin gewesen. Oh, er hat noch zwei. Super, so. Ja, das war 2 Minuten 50 Sekunden. 2 Minuten 50 Sekunden. So, so, ich schreibe mir gerade die Daten auf. So, von den ganzen Usern, die Zeiten, weil die haben alle noch eine Runde. Und die werden dann gelöscht. Und dann müssen wir mal gucken. So. So, ich habe sie mir alle notiert. So.
die Seiten rotiert, könntest auf 0 stellen. Genau. Könntest auf 0 stellen. So, ich mache mal einen Screenshot als Beweis. Überschrieben. So. So, toi toi. So, muss ja eben geklärt werden, weil ich war mir nicht sicher, ob das überschrieben wird oder nicht. So, Prosi hat die nächste Runde. Jetzt haben sie die zweite Runde. Und dann bin ich mal gespannt, wer sich verbessert, wer sich verschlechtert hat. Also, normalerweise müsste man sich verbessern. Super. Plus, hier war auch einer derjenigen, die öfter hier waren zum Üben. Es gibt drei Plätze. Der Trostpreis sind 10 EPs. Mit denen kann man in dem Shop hier sich ja, Items kaufen. Wie halt die begehrtesten, die Elytras. Und die sind wirklich ihr Geld wert. Ah, okay, er hängt ein bisschen. Er hat jetzt ein bisschen gehängt. Ups. So hat er seinen Bogen gegeben. Oh, komm. Ich drücke jeden hier die Daumen. Du hast nicht getroffen. Du hast oben nicht getroffen. Zeit ist schon wieder zu gering. Die ist wieder zu gering, also sie rennt, er wird panisch, er hat wieder nicht. Das erkennt man daran, wenn das Feuerwerk losgeht. Und wenn er Pech hat, despawnt gleich der Pfeil in der Mitte. Jetzt hat er getroffen. Das war ganz knapp. Das war ganz knapp, war. Weil oben die Luke geht nur auf, wenn in der Mitte getroffen worden ist. Das ist so eine Zeitbegrenzung, die ich nie eingebaut habe. Oh, Frosty. Drei Lampen noch. Hat er die eine? Gucken wir mal. Ja, hat er. Okay, noch eine, komm, 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 die schaffst du. Ja, stoppen. Wow, das war knapp. Wow, das war eng. GW. Das war wirklich eng, also. Warte, da brennt noch. Prinzessin ist doch noch da.
So, was haben wir denn jetzt? Wen haben wir denn jetzt als nächstes? Wer war der nächste? So, nun Brüllbart. So, nun Brüllbart, oder? Jetzt wird erstmal da oben gegessen. Toll. Könnte mir auch was runterbringen. Ich habe ja noch was hier unten. Jetzt müsste Brüllbart kommen. Hab deinen. Komm runter. So. Viel Fun. Nein, Wolbert hat keinen kaputten. Hau rein. So, jetzt geht's los. Jetzt ist Wolbert dran. Unser Robin Hood, der Armen. So, ich notiere mir das mal. Also, Prosti hat sich sehr gut verbessert. Drei hat er wohl was. Super. Drei. Wie gesagt, ich kann heute nicht sehr viel moderieren. Die Stimme ist fast im Keller. Super. Klasse, hast du auch geschafft. Ist jetzt bei einer Minute. Er legt das vor. Er legt es richtig vor. Und das Türmchen. Den Turm, ja. Oh Mann. Ja, jetzt drück, drück, drück. Oh, wow, wow. Oh, wow, 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 wow. Fast gleiche Zeit. Ja, aber fast. Er ist 9 Millisekunden besser. 1, 4, 9, 1. Oh ja. So, wer war? So, wer war als nächstes? Wer war nach Brüllbart? Also komm hoch, Loop. So, Loop.
Egal. Schieß rein. So, dann zeig mal, was du kannst. Ja. Also hier legen sich schon wirklich Top-Zeiten hin. Das muss ich auch dazu sagen. Nur wenn die sich an einen Knopf verschießen. Dann kann das schon ein bisschen. Ja. Aber er hat. Okay, vielleicht hat er jetzt diesen gewissen Elan gefunden. Oh! Oh! Er legt jetzt aber richtig rein, ey! Oh. Eieieiei! Also er macht jetzt hier wirklich einen auf Robin Hood für Arme. Er hatte gerade mal 50. Oh, jetzt geht's aber hier los, ey. Also jetzt aber die Bäume kommen. Also die Bäume, die haben es auch trotzdem. Ah ja. Genau, die Bäume, die sind heimtückisch, weil die dunkler sind da hinten. Und die halten ihn auf. Und Brüllwart ist wahrscheinlich schon am Zittern. Wird er meine Zeit schlagen, wird er die nicht schlagen. 20 Sekunden hat er ja noch. Er macht auch einen Nagelbaum. Ich glaube, da scheint sich. Oh, aua. Das kostet Zeit, das kostet Zeit. Das kann sich sein. Ja, habe ich mir eben auch gedacht. Der Igelbaum. Ah. Jung. Der Igelbaum. Ist für die meisten ein richtiger Albtraum. Das war so gemein. Oh. Dennoch Hut ab. Ja, das ist schon. Das ist schon echt hart. Auge schläft. Nein, Auge ist wieder da. Ja, da sieht Ente hat noch Rechte, das sehe ich. Aber soll er sich mal hin und her porten? Ich habe mich vorhin mal geportet und mich hat's richtig gecrashed. Also man kann sich vorstellen, dass ich richtig Matsche war. Also, aber er ist auf jeden Fall besser als eben. Ja. Und kann dann rund um die Uhr hier rein. Autsch. Was mache ich denn da? Ich will erst und baller mich gegen den Zaun, ey. So. Alles auf Null. Ja, alles auf Null. Dann viel Fun. Mega klasse. Mega klasse. Oh. Oh, Ente macht die auch, ja. Wen will er retten, die kleine Marion? Wow, sogar vom Server ein Go Ente. Oh, er schießt immer daneben, wirklich, oder? Also, da drüber schießen ist uncool. Nee, du musst von der Seite. Er ist schon bei 56 Sekunden.
wenn er okay jetzt One-Shots macht, dann steht er sehr gut da. Jetzt muss er das Feuerwerk auslösen. Ja, Feuerwerk hat ausgelöst und jetzt der nächste, komm. Türfchen, drei Bäumchen. Höher. Höher. Wo hat er denn drauf geschossen? Aufs Fenster. Jetzt aber drei Bäume. Drei Bäume in 20 Sekunden. Das ist... Nee. Also Brühlwart führt immer noch das an. Man muss auch sagen, er hat auch sehr viel geübt hier. Also die letzten zwei Tage habe ich ihn eigentlich hier nur sitzen und stehen sehen. Und wieder kommen die Bäume ins Spiel. Die Bäume, das Miese. Und die kosten und kosten Zeit und die Zeit, die rennt weg. Dadurch, dass die Bäume so mehr ein bisschen im Dunkleren sind. Er macht auch den berühmten Igelbaum. Okay, langsam kommt die Hilflosigkeit dazu. Oh, okay, er hat... Und jetzt noch der letzte. Das hat Zeit gekostet. Obwohl, er ist auf jeden Fall besser, naja, knapp um eine Minute, besser als vorhin. GW, so. Dein persönlich... Dein... Deine persönlichen Igelbäume. Ups, da habe ich einen Buchstabendreher. Oh, ja, aber ihr meint. Also man kann schon ein bisschen böse sein, ne? Also. So. So, wer ist als nächstes? Ich glaube, jetzt kommt's nur Sir, ne? Sebi. Du bist. Ja, genau, Sebi. So. So, wo bleibt er denn? Er macht sich auf den Weg. So, wer hat den Bogen? Dann mal mega viel. So, dann mal mega viel Fun. Und er hängt sich fest. So, ihr habt bestimmt einiges selbst jetzt mitgelesen, was da so stand. Also dieses Feuerwerk erinnert mich irgendwie immer an Walt Disney.
sehr schön. Um Türmchen. Es kristallisiert sich heraus, dass Bullwart heute erster Platz wird. Ich glaube eigentlich auch das erste Mal auf Mirai. Killer, der reinste Killer. Ich hoffe, man hört was an meiner Stimme. So. So, noch drei Stück. Noch drei Stück. Aber jetzt kommen die berühmten gefährlichen Igelbäume. Und jetzt kommen schon die ersten Tipps von den Mitspielern. Okay, einen hat er. Sehr viel Wolle ist hier verarbeitet worden. So, noch einen. Ja, drück, drück, drück. Ah. Oh. GW. Das war sehr. Lass mal gucken, wie hat er eben. Auf jeden Fall besser als eben. Eben hat er 5 Minuten. Aber jetzt hat er gerade mal 2,5 Minuten die Hälfte billiger, also weniger. Ah, wie schreibe ich denn? So. So, da, warte. So. Ja, lass mal gucken. Nein, ist doch nicht alles fertig. Das Tor muss gedrückt werden. Ja, er ist unten. Ich weiß nicht. Ja, was macht der Auge denn? Moment. Wartet. Mensch, was schreibe ich denn hier? Was macht ein Auge da? So. Okay, entschuldigt mich bitte. Ach, Junge. Ich hoffe, dass es endlich mal schöner wird. Das Wetter. So. Dann mal viel Glück. So, dann schieß mal rein. Jetzt letzte Runde. Ja. Ja, die Zeit. Ah, da will ich mal sehen, wer das baut, ey. Also, da will ich mal sehen, wer das baut, ey, das Scoreboard. Ja.
Oh. Okay. Aber er hat jetzt noch die schwierigsten vor sich. Und die sind echt schwierig. Ja, super. Ich glaube, jetzt haben wir es. Also, ich würde sagen, damit hätte Brüllbart den ersten Platz, Snow Sir den zweiten und Lugmaschine den dritten. Also, ich würde sagen, ja, das war dann so das Event. Und dann gratuliere ich mal ganz herzlich Brüllbart zu dem ersten Platz und ernenne ihn hiermit zum Robin Hood von Mirai. Also finde ich ganz prima. Doch, ganz prima. Ganz prima. Super. Ganz toll gemacht. Robert. Erster. Erster, genau. Erster Brüllbart. Zweiter war dann genau Snooze und dritter war dann Lugmaschine. Also das mega. Und ja, damit bedanke ich mich und entschuldige mich nochmals für meine Stimme. Und ich. Nee, ich mache heute nichts mehr mit halt. Nee. So. Ja, und sag einmal Tschüss und wir hören und lesen uns beim nächsten Mal. Und ich lasse mir was Neues einfallen. Bis dahin, euer Blue. Ciao.